Wie sind die Umwege für Lufthansa, Finnair und Co. durch die Russland-Krise? Des Weiteren, was ist passiert mit den Prachtern? Und warum sehen wir auf Flightradar24 immer noch russische Flugzeuge im eigentlich gesperrten Luftraum? Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Denkt daran, auch diesem heiligen Samstag, wo ich das für euch ausnehme, hier in Los Angeles. Eigentlich ist es Anaheim, ich sehe in die Richtung sogar Disney. Insofern vergesst trotzdem nicht, die Kommentare zu machen, die Kommentierfunktion zu nutzen und vor allem ganz, ganz wichtig, ein Like da zu lassen, aber auch zu abonnieren und die Glocke anzumachen. Das erste Thema sind die Streckenverlängerungen für die Finnair, aber auch für die Lufthansa. Die Finnair ist am meisten von den Flugstrecken, Umleitungen eigentlich betroffen, weil Finnland ist ja direkt an der Grenze zu Russland. Eine Strecke wie zum Beispiel von Helsinki nach Singapur ist 1400 Kilometer länger geworden. Diese 1400 Kilometer, um das mal für euch in Relation zu setzen, das ist irgendwie Frankfurt bis nach Helsinki. Das ist eine Strecke, die man dann anderthalb, zwei Stunden lang abreißen muss. Also insofern da nur als Hinweis. Ich hoffe, es klappt mit dem Ton. Die Leute, die hier im Pool nebenan schwimmen, ich lasse mich davon nicht irritieren, weil ich auch gerne im Pool wollen würde. Hier dann übrigens auch nicht kommentiert wurde. Ja, dann hat die Finnair sogar noch eine Strecke, die 4000 Kilometer länger geworden ist. Das ist die Strecke von Helsinki nach Seoul. Ja, ganz genau. 4000 Kilometer. Das ist richtig krass. Einige Flugstrecken, die man genommen hat, sind einfach auch gestrichen worden. Deshalb hat die Finnair ja auch die Möglichkeit, mit A330ern hauptsächlich für die Eurowings zu fliegen. Die Strecke nach Seoul, nur damit ihr mal eine Zeit gehört habt, dauerte früher 8,5 Stunden. Ich habe mich jetzt etwas verjagt, dass das gar nicht so viel ist. Ich dachte, das wäre länger gewesen. Aber durch die 8,5 Stunden und dann die Verlängerung 4000 sind es nochmal 3 Stunden länger. Das heißt also, anstatt 8,5 fliegt man 11,5 Stunden. Das wäre so mein Gefühl gewesen, was normal ist. Aber daran seht ihr, wie Gefühle einen hindern können. Südostasien und Indien ist kaum tangiert. Das ist natürlich ganz klar deshalb, weil man da gar keinen russischen Luftraum durchfliegen würde, aber auch nicht durch die Ukraine oder durch Belarus. Betrifft zum Beispiel hier die Lufthansa. Wenn man sich das andere anschaut, zum Beispiel Peking, was zum Beispiel von Kopenhagen aus angeflogen wird mit Air China Cargo, die fliegen nach wie vor einfach über Sibirien, weil die sind natürlich ein Staat, die nicht mit Russland irgendwie im Clinch liegen. Also insofern gibt es keine zusätzlichen Kilometer. Die Lufthansa hat zusätzliche Kilometer, bei Peking 1200 Kilometer, also nicht ganz so viel wie die Finnair mit ihren 4000. Aber so ist das im Leben. Andere Strecken sind auch nicht betroffen für die Lufthansa, also das heißt, es wären nur 2 Strecken betroffen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder 3. Das war logischerweise nach Japan und dann aber auch Strecken nach China selber. Ich glaube, Peking war betroffen, wie wir eben schon genannt hatten. Und dann auch Hongkong. Aber zum Glück fliegt die Lufthansa gar nicht Asien so viel an, weil halt Asien auch andere Restriktionen hat. Dann gibt es noch andere Fluggesellschaften, und zwar russische Fluggesellschaften, die einfach mal schamlos in Europa rumfliegen und ihr sagt, hey, die dürfen doch einfach gar nicht fliegen. Ja, das ist auch richtig so, aber die russischen Flugzeuge haben Sondergenehmigungen, weil sie nämlich Diplomaten abholen. Da gibt es zum Beispiel einen Sonderflug, den ich einfach mal kurz für euch nachskizzieren möchte. Und zwar dieser Flug fliegt einfach schön erstmal aus Moskau Richtung schön Richtung Norden und dann oben rum an Finnland, Norwegen vorbei und dann wieder nach unten durch den Ärmelkanal nach Spanien zum Beispiel, um dort die ausgewiesenen Botschafter oder Botschaftsangehörige abzuholen. Ein zweiter Grund, warum diese Flüge stattfinden, der wäre mir eigentlich gar nicht so bewusst, aber macht ja eigentlich Sinn. Und zwar welcher? Der Sinn steckt darin, es gibt Atomkraftwerke, die sind russischer Bauart. Finnland baut zum Beispiel einen russischen Reaktor, da weiß man auch nicht, wie es weitergeht, aber es gibt halt in Ländern wie zum Beispiel in Ländern wie Budapest, ne, also Ungarn, oder aber auch in anderen ehemaligen Ostblockstaaten Atommeiler, die sind russischer Bauern, die brauchen Brennstoffstäbe und diese Brennstäbe werden normalerweise mit der Bahn gebracht. Aber das geht im Moment gar nicht, also fliegen Sonderflugzeuge. Und da ist zum Beispiel Romeo Alpha 76952 von der Volga Dnieper geflogen und die hat eine Woche im ungarischen Fliegerhorst Papa verbracht, um die Brennelemente hinzubringen. Keine Ahnung, warum der so lange gestanden ist. Normalerweise kann man das Zeug ja relativ schnell ein- und ausladen.
aber die haben vielleicht die frische Luft genossen und die sind dann am 11. April zurück. Oder man ist dann weitergeflogen nach Bratislava oder nach Brünn mehrmals. Also insofern, da wo die Atomkraftwerke sind, da wird hingeflogen, da darf natürlich hingeflogen werden. Macht in meinen Augen natürlich auch sehr viel Sinn. Warum? Ganz einfach, Kernenergie unterliegt natürlich nicht den Sanktionen, weil macht ja so ein Atomkraftwerk einfach ausschalten, geht nicht wirklich. Dann auch die nächste Geschichte ist, dass es auch Ziele waren, wie zum Beispiel Berlin. Es sind Botschafter, beziehungsweise Botschaftsangehörige, der Botschafter ist ja noch erlaubt in Berlin, Brüssel, Madrid, Slowakei, Tschechien, aber auch Ungarn abgeholt worden. Warum die Länder? Ganz einfach, weil es da mehrere Ziele gab. Dann sagt ihr natürlich, Fracht ist ja ein Thema. Die Lufthansa hat ja Flugzeuge zu Prachtern umgebaut. Selbst die Emirates hat es ja Prachter gemacht aus 380ern. Was ist damit passiert? Ja, also insofern diese reinen Flachtflüge, wo die Frachter teilweise 17 Stunden pro Tag ununterbrochen unterwegs waren und dann durch die Passagiermaschinen, wo man Sitzreihen rausgenommen hat, auch bei der AOA in der 777, die Zeiten sind einfach vorbei, weil es sich nicht lohnt. Und deshalb hat man das einfach so gemacht, dass man diese Flugzeuge zwar teilweise auch an die DHL verchartert hat, aber es ist halt ein Ausmaßmodell, weil ganz einfach das Problem ist, dass die Cargomaschinen natürlich für diese Cargo-Sachen ausgelegt sind, was eine Passagiermaschine nicht ist. Was ist das Hauptproblem? Das Hauptproblem ist ganz einfach der Boden. Der Boden ist für Gewichte nicht gemacht und man kann natürlich nicht durch die Tür einfach mal so eben so einen Container reinwuchten. Also insofern merkt ihr selber, ist halt nur für leichte Sachen, Masken, Schutzanzüge und so weiter, die halt voluminös sind, aber trotzdem leicht sind. Das ist jetzt vorbei. Da wird man einfach jetzt zurückrüsten und damit ist das Thema der Prachter leider, leider vorbei. Ich fand das eigentlich mal sehr relativ lustig. Hier fängt es jetzt das Leben an. Ich dachte, es wäre langweilig, aber so habt ihr wenigstens auch ein bisschen Spaß hier in der Abendsonne und wir nehmen einfach das nächste Thema. Man merkt übrigens auch, dass die Aviation in Europa wieder anzieht. Warum? Ganz einfach. Nicht nur, dass die Ticketpreise steigen, sondern auch die Einnahmen aus der Ticketsteuer steigen. Das ist ja immer so ein Indikator, wenn Steuern steigen, Einnahmen, dann heißt es, dass da auch Umsatz gemacht wird. Und nachdem man halt den Einbruch in der Corona-Krise hatte, sind die Vorkrisen-Niveaus aus der Luftverkehrssteuer noch nicht ganz da. Also das ist ja logisch. Aber man hat jetzt vom Bundesamt, Statistisches Bundesamt in Wiesbaden, hat man jetzt gesagt, dass man im vergangenen Jahr 526,4 Millionen Euro eingenommen haben. Das waren immerhin 49,8% mehr als in 2020, aber immer noch weniger als 55,7% als 2019. Und die Sätze der eingeführten Ticketsteuer in 2011, die von den Fluggesellschaften abgeführt werden, wisst ihr ja selber, die gehen nach Entfernung und logischerweise Langstrecke macht am meisten Geld bei der ganzen Geschichte. Haben wir sonst noch ein Thema? Nein, wir haben kein Thema mehr. Wir sind jetzt am Ende der heutigen Folge. Ich denke auch, dass wir uns das verdient haben. Sind im Pool jetzt 5 Leute. Kommentiert einfach und sagt, wie viel Lärm 5 Leute machen. Ist das auf der nach oben offenen Lärmskala der Pool-Offenheit? Sind das gefühlte 10 Leute, die den Lärm gemacht haben? Oder hat das Mikrofon das für euch abgehalten? Ich habe es extra so versucht, dass es wie so ein Mushroom, also wie so ein Champignon ist. Heißt also, nur vorne auf mich gerichtet ist. Und die Seite sollte eigentlich ignoriert werden. Also insofern bin ich gespannt, wie sich das gleich selber anhört im Schnitt. Und für euch ansonsten wieder viel Spaß an heiligen Ostersonntagmorgen. Ihr schaut das ja zum Frühstück, ne? Vergesst nicht zu kommentieren, zu liken und ganz, ganz wichtig, unten müsst ihr nicht nur, nachdem ihr geliked habt, wieder nämlich hoch abonnieren und die Glocke anmachen, damit ihr die Überraschung habt, wann ihr die Abendsfolge seht. Ja, ganz genau. Heute gibt es 2 Folgen. Ich habe entschieden, wir machen das Lufthansa-Update. Das kommt gleich später. Werde mir aber noch eine neue Location jetzt suchen. Ich habe auch interessante Themen. Soll ich da schon mal ein bisschen anheizen? Ich kann anheizen. Und zwar ein Thema, was wir da haben, das sagen wir euch sofort. Das wäre Swiss und Shanghai-Flüge. Da gibt es Neuigkeiten. Also, bis dann. Ciao.